européenne gouvernementale de cette nouvelle législature. Je passe directement la parole à notre présidente, Gabi Zimmer. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen. Gianfranco hat darauf aufmerksam gemacht, es ist in diesem Rahmen unser erstes Pressebriefing. Deshalb möchte ich gleich die Gelegenheit nutzen und möchte meine Kollegen, die an meiner Seite sitzen, gern vorstellen. Ich beginne mit Barbara Spinelli. Sie ist Vertreterin der neu gewählten Liste Tsipras aus Italien. Wir sind sehr froh darüber, dass diese Liste Tsipras bei uns in der Fraktion ist. Und mit Barbara Spinelli haben wir auch eine sehr bekannte, sehr engagierte Persönlichkeit in unserer Fraktion, die uns insbesondere auch an der Frage, wohin geht die Europäische Union, wie muss sie gestaltet werden, konkret mit unterstützen wird. Und wir sind froh, dass wir zusammen mit ihr arbeiten dürfen. Neben mir sitzt Dimitris Papadimoulis von Syriza. Dimitris ist gleichzeitig unser Kandidat für die Wahl als Vizepräsident des Europaparlaments. Syriza ist wesentlich gestärkt aus den Wahlen zu uns gekommen. Und wir sind sehr froh, mit ihm jemanden aufstellen zu können, der auch gerade mit Blick auf die Politik der EU, gerade auf die rigide Sparpolitik in Griechenland und in anderen südeuropäischen Mitgliedsländern der EU eine klare Position für eine Alternative auch mit vertritt. Und ich warte eigentlich noch auf Pablo Iglesias, unseren... Er ist da? Wo? He's coming. Ja, also er kommt noch. Ihn haben Sie ja zum Teil erlebt bei seiner Vorstellung als Kandidat für das Amt des Präsidenten des Europaparlaments. Wir haben ihn als Fraktion bewusst an die Seite von Martin Schulz als Kandidat gestellt, weil wir meinen, er kann Dinge präsentieren, vertreten und anbieten, die Martin Schulz entweder nicht konsequent vertreten kann oder vielleicht auch gar nicht will. Und gerade Pablo Iglesias, das möchte ich hier noch mit einführen, weil das für uns ein sehr wichtiger Punkt unseres Selbstverständnisses als linke Gruppe im Europaparlament ist. Pablo Iglesias vertritt Bevölkerungsgruppen, die bisher in den etablierten, und also im Establishment der EU-Institutionen nicht zu Wort gekommen sind. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig gewesen, dass er heute auch die Gelegenheit hatte, mit seiner Kandidatur auch gerade jenen jungen Menschen zu zeigen, wie wichtig es ist, sich für eine andere Europäische Union einzusetzen. Dabei bin ich auch schon beim Gipfel. Ich möchte das kurz halten, da wir morgen ja die Diskussionen über den Gipfel auch haben, gleichzeitig mit der zu Ende gehenden Präsidentschaft, der neuen Präsidentschaft. Ich möchte nur dazu sagen, dass wir natürlich mit Blick auf die Entscheidung, die am meisten in den Medien reflektiert worden ist, Herrn Juncker zu präsentieren, dass wir diese Entscheidung natürlich mit großem Bauchgrimmen auch wahrgenommen haben, vor allem wie sie zustande gekommen ist. Wir sehen die Auseinandersetzung der letzten Wochen und Monate eben nicht als einen Schritt in die richtige Richtung, sondern als Ausdruck der nach wie vor vorherrschenden Blockade der Regierungschefs über die Meinung der Wähler und Wählerinnen hinweg. Sie haben sich nur mit Mühe und Not durchringen können, mehr oder weniger jemanden zu präsentieren. Und sie haben dazu beigetragen, dass dieser erste wichtige Schritt, den wir gegangen sind, dass überhaupt der Präsident der Kommission von den Wählern und Wählerinnen indirekt mitgewählt werden kann, den letztendlich zu blockieren, den zu bremsen. Und sie haben dazu beigetragen, dass dieses Amt und auch der Kandidat für dieses Amt schon jetzt beschädigt ist. Nur eigentlich jetzt mit halber Kraft einsteigen kann, obwohl er vor einer riesigen Herausforderung stehen wird. Und ich sage dazu, und dabei belasse ich es jetzt, damit meine Kollegen zu Wort kommen können, wir werden ihn und unsere Fraktion einladen. Wir werden ihn so, wie wir das auch mit Herrn Barroso gemacht haben, auf Herz und Nieren prüfen. Im Übrigen auch Martin Schulz hat sich gestern unserer Fraktion gestellt und es ist eine sehr harte Diskussion gewesen in unserer Fraktion. Wir haben ihn besser kennengelernt, er hat uns aber auch besser kennengelernt und ich glaube, das war für beide Seiten sehr lehrreich.
Also insofern gehen wir davon aus, dass wir eine konstruktive Zusammenarbeit auch mit Herrn Schulz als gewählten Präsidenten des Europaparlaments, dem wir auch von dieser Stelle aus gratulieren, pflegen werden, aber eine Zusammenarbeit, die wirklich auf, die auch deutlich unterstreichen wird, dass wir als Linke gestärkt ins Parlament eingezogen sind und unsere Forderungen nach einem Wandel der europäischen Politik deutlich unterstreichen werden. Wo er an unserer Seite ist, werden wir ihn voll und ganz unterstützen. Wir werden vielleicht auch manchmal diejenigen sein, die die Dinge klarer aussprechen, deutlicher aussprechen, fordernder aussprechen werden, als es Martin Schulz als Vertreter des Gesamtparlaments tun kann. Dort, wo er die Rolle des Parlaments gegenüber den Institutionen stärkt, hat er uns an unserer Seite. Und dort, wo ganz klar auch Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus Schranken gesetzt werden, dort stehen auch wir an seiner Seite. Das wollte ich am Anfang sagen. Dabei würde ich es jetzt belassen und gerne das Wort weitergeben.